Das ist eine besondere Diskussion, die wir nun schon den achten Tag in Deutschland führen. Michel Friedmann, bleiben wir mal in Deutschland und bei der Frage, ob da ein Tabu gebrochen wurde und welches Tabu gebrochen wurde. Heute meldete sich der Publizist Henrik M. Broder zu Wort und sagt, Günter Grass ist ein moderner Antisemit, weil es ihm um eines ginge, nämlich den Holocaust zu relativieren oder die Verbrechen der Nazis zu relativieren. Bekommt er solche Sätze zurechtgesagt? Ist es auch Ihre Auffassung? Nein, also erstmal muss man gleich eins sagen. Natürlich hat Günter Grass kein Tabu gebrochen, weil er Israels Politik kritisiert. Etwas, was jeden Tag, seit ich in Deutschland lebe, das ein paar Jahrzehnte passiert, von links bis rechts, von linksextrem bis rechtsextrem. Israel wird kritisiert, Israels Politik wird kritisiert, übrigens am meisten in Israel selbst. Und deswegen ist das nicht das Problem. Das Problem ist also nicht das Ob der Kritik, sondern das Wie der Kritik. Und da muss man dann einen Augenblick doch auf Grass eingehen, denn der Kern ist gar nicht die Israel-Kritik. Der Kern ist, dass da mit Fantasien gearbeitet werden, wie beispielsweise Israel würde das iranische Volk auslöschen wollen. Also ein Vernichtungskrieg. Geht es nicht eine Nummer kleiner? Mhm. Nein, für Grass muss es die große Nummer sein. Denn ohne die große Nummer würde er nicht mit letzter Tinte das sagen, was er schon immer sagen wollte, aber nicht sagen durfte. Ich frage mich, wer hat es ihm verboten? Etwa die Juden? Wahrscheinlich in seiner Fantasie. Nämlich, dass Israel etwas tun könnte, was in seiner Lebensbiografie die Deutschen mal getan haben, ein anderes Volk auslöschen zu wollen. Und indem die Israelis zu einem Massenmordland werden, ist vielleicht dann die Verantwortung oder die Schuld des Deutschen und der Deutschen seiner Generation relativiert. Das heißt, wenn die Israelis zu denselben Tätern werden, dann ist es jedenfalls für den deutschen Grass nicht mehr so schlimm, Täter zu sein. Also nochmal in einem Satz, Israel-Kritik ja, für vieles berechtigt, aber auf die Form kommt es an. Und Grass hat ja gesagt, er ist ein großer Held, weil er kritisiert. Für mich ist er ein Maulheld. Ja, und damit verwenden Sie den gleichen Begriff, den er zur Charakterisierung von Ahmadinejad verwendet hat. Würden Sie sagen, dass er ein Antisemit ist? Nein, ich bin nicht jemand, der andere Leute mit solchen Etiketten behaftet. Ist gar nicht nötig. Ich finde, man sollte sich inhaltlich, rational mit solchen Leuten auseinandersetzen. Aber was ich sage ist, er spielt mit antisemitischen Klischees. Mit dem Weltjudentum, mit der Macht der Juden, mit der Vernichtungsmacht der Juden. Diese Klischees kennen wir und die Assoziationen laufen von sich selbst. Und das nimmt Günter Grass billigend in Kauf. Das werfe ich ihm vor. Franziska Augstein, Journalistin, Autorin, arbeitet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Alle Welt regt sich über dieses Gedicht auf. Günter Grass formuliert von sich selbst, er stünde jetzt am Pranger. Ist diese Aufregung gegebenenfalls genau das, was er provozieren wollte? Die Interpretation von Michel Friedmann finde ich faszinierend. Geradezu poetisch. Nichts davon. Poetischer als Grass? Ja. Das ist nichts Kompliment. Von dem, was Sie eben gesagt haben, kann ich wiederfinden in dem rhythmisch geschriebenen Gedicht von Günter Grass. Er warnt vor einem Atomschlag, er warnt vor einem Krieg, er warnt vor einem Angriff Israels auf Iran. Und damit hat er recht. Das wäre nämlich, wenn das geschehe, für die ganze Welt, auch wenn es nur mit konventionellen Waffen geschieht und nichts anderes ist ja von Seiten Israels geplant, fürchterlich. Warum warnt er nicht vor dem Angriff Irans auf Israel? Ganz einfach deswegen, kann ich Ihnen sagen, das weiß Herr Grass vielleicht nicht, aber wir wissen es, weil zum Beispiel es das sogenannte National Intelligence Estimate gibt. Da werden die 16 Geheimdienste der Vereinigten Staaten, die haben 16 Geheimdienste, gebeten, jedes Jahr, Ende des Jahres, eine Schätzung abzugeben, wie es so weitergeht mit der Welt. Und in der letzten Schätzung dieser 16 Geheimdienste haben die gesagt, sie sind der Auffassung, dass Iran nicht plant, eine Atombombe zu bauen. Sie sind nicht der Auffassung, dass Iran plant, Israel anzugreifen. Anders als die UN, anders als die EU,
anders als alle anderen, die sagen, Iran ist das Land, das Israel verbal seit Jahren zur Vernichtung freigibt. Iran ist das Land, das die Hisbollah und andere internationale terroristische Organisationen unterstützt. Iran ist das Land, das die westliche Welt gefährdet. Das alles ist harmlos, aber dieses Israel ist die Gefahr für den Weltfrieden. Nein, ich glaube, dann, Frau Hauptstadt, da wird Ursache und Wirkung verwechselt. Sie dann sagen, wenn Sie sagen, UN oder EU sagen das, dann müssten Sie jetzt auch sauber zitieren und erklären, auf wen Sie sich damit berufen. Auf die Europäische Union, ihre Beschlüsse. Die Atomenergiebehörde. Alles unwichtige Organisationen von Juden und Israel beherrscht. Können wir noch mal eine Sekunde dabei bleiben, Frau Augstein, uns zu fragen, warum Günter Grass sich dennoch dieses, wir kommen auf jeden Fall noch zur Realität und auch zur Situation im Nahen Osten, warum Günter Grass sich dieses Vokabulars bedient? Darauf machte Michel Friedmann ja aufmerksam. Warum ist es die Auslöschung des iranischen Volkes, die da geplant sei? Warum befürchtet er eine Gleichschaltung der Meinungen in Deutschland? In seinem Gedicht kommt das Wort Gleichschaltung nicht vor. Nein, das ist nachträglich, das stimmt. In dem Gedicht wird nur vom Auslöschen des iranischen Volkes gesprochen. Auslöschen? Ich hab jetzt nicht die Absicht, jedes Wort, das Herr Grass öffentlich äußert, zu verteidigen. In dem Gedicht ist davon keine Rede. In dem Gedicht ist die Rede, und das ist schlimm genug, von Israel anstelle, das hat Grass hier anschließend auch korrigiert, anstelle von der israelischen Regierung, die er ja eigentlich gemeint hatte. Es gibt nämlich in Israel sehr viele Leute, die eigentlich Grassens Meinung sind. Punkt. Herr Scholler-Thur, Sie haben die Diskussion natürlich auch verfolgt um dieses Gedicht. Sie sind auf der anderen Seite ein guter Kenner der Region. Auch an Sie die ganz einfache Frage. Ist Günter Grass in Ihren Augen ein Antisemit? Nein, das ist zweifelhaft. Ich kenne ihn nicht. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich finde aber diese Diskussion völlig überzogen. Also es ist ein Zustand der Hysterie im Moment erreicht um die Person Grass. So wichtig ist er auch nicht, nicht wahr? Und da ist er nun mal ausgeschlossen. Und darüber hätte man total das auch hintergehen wollen. So baust man die Geschichte gewaltig auf und macht aus einem, wie soll ich sagen, aus einem missglückten Gedicht macht man eine Staatsaffäre. Gut, aber es ist ja eine interessante